Daneben von hier ist euer Steinbein. Ich bin hier mit John etwas oberhalb des Lake Don Julio, so hieß er, glaube ich, leider in einen Sandstein geraten. Das erschwert jetzt so ein bisschen die Erkundung der Gegend. Wir wollten, oh, schaut mal, da ist ja noch eine Hütte. Vielleicht können wir dort ein bisschen Unterschlupf finden. Ich wollte eigentlich hier dieses Tal irgendwie runter, um diesen Rio del Lobo Rock noch einmal zu sehen. Bin mir nicht sicher, ob das gelingt oder ob dort es irgendwie steil hinuntergeht. Wir arbeiten uns mal vor. Oh, dieser Sturm ist ja wirklich schrecklich. Ja, wir kommen hier zumindest runter. Das ist, glaube ich, die Hütte hatten wir gesehen aus der Ferne beim letzten Mal. Sehr schön, dass wir die jetzt tatsächlich noch erreichen. Und hier geht ja auch ein Pfad hoch. Ob die vor dem Sturm irgendwie schützt, das möchte ich fast bezweifeln. Wir gucken mal. Wir können aber reingehen. Wow. Auch? Also auch hübsch eingerichtet. Hier liegt sogar noch eine Zeitung. Sie schützt vor dem Sturm. Hier drinnen kriegen wir davon nichts ab. Wir gucken mal, was im Schrank ist. Der gefällt mir auch. Kekse nur. Und was noch? Nichts weiter. Das lassen wir hier. Eine Schatulle ist da. Aber wir wollen hier nichts klauen. Nee, wir wollen hier nichts klauen. Wir wollen nur gucken. Der Schrank ist komplett leer. Das sieht dann tatsächlich wiederum so aus, als ob der Besitzer in dieser Hütte irgendwie es eilig hatte. Aber ich meinte, wer lässt denn eigentlich irgendwie eine Schatulle unter dem Bett, wenn er hier... Aber was heißt eilig, dass er sozusagen abgereist ist? Wenn er hier abreist, lässt man auch keine Schatulle mit Wertsachen zurück. Das ist merkwürdig. Nun gut. Rio del Lobo Haus, so heißt das Ganze auch noch. Und jetzt ist die Frage, kommen wir hier irgendwie runter? Nein, aber da hinten kommen wir vielleicht runter. Und wenn wir runterkommen, sehen wir denn überhaupt was von diesem berühmten Felsen? Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall ist diese Schlucht... Also bis hier kommt man locker. Hier in der Schlucht sind wir ein bisschen geschützt vor dem Wind, wie es scheint. Wir arbeiten uns hier mal vor. Okay, das ist auf jeden Fall ein Felsen, aber ich weiß nicht, was es rechtfertigt, diesen Felsen besonders zu bezeichnen. Wilde Gegend hier. Und der Sturm lässt tatsächlich wieder nach. Sehr schön. So, hier kommen wir nicht vorbei. Rachel, was machst du? Rachel ist auch ganz verwirrt. Aber immerhin, was machst du denn hier? Warum? Wir sind hier direkt am Fluss. Das ist allerdings auch schön. Wir können nochmal einen genauen Blick auf die andere Seite werfen. Und das ist der Felsen, der hier diese Gegend prägt offensichtlich. Sonst hätte man ihn nicht so benannt. Ja, aber mehr ist hier dann auch nicht, oder? Sieht so aus. Die Frage ist, ich versuche es mal. Können wir uns hier vielleicht am Flussufer einfach fortbewegen? Das sieht ganz gut aus. Hier können wir richtig ein bisschen Strecke machen. Was ist da vorne für ein Tier? Wieder irgendwie ein Hirsch. Nee. Irgendwelche Böcke. Das ist doch eine ideale Gegend hier zum Reiten. Wer hätte das gedacht? Hier kommt man wunderbar voran. Und es ist sogar noch erfrischend. Da drüben ist noch eine kleine vorgelagerte Insel. Aber ich glaube, die werden wir jetzt nicht groß untersuchen. Tja, und könnte John schwimmen, dann könnte er natürlich auf die andere Seite. Dann könnten wir nach Mexiko. Was wollen wir da? Abigail ist nicht dort. Nichts dort. Wir haben hier unsere Heimat gefunden.
Okay, und hier gibt es so eine große Bucht. Die haben wir auf der Karte schon gesehen. Und da hinten ist schon wieder der Sandsturm. Oh, und hier angelt jemand. Na, hallo? Im Sturm? You, Mister! So far, new century is just like the old one. Was ist denn das für eine Aussage? So was habe ich von John jetzt auch noch nicht gehört. So, und hier ist irgendwie so ein... Und hier kommen wir echt wieder in den Sturm hinein. Ich kann es nicht glauben. Ich will mal ganz kurz gucken. Ach, hier geht der Fluss einfach weiter. Das hatte ich irgendwie gar nicht richtig gesehen. Das ist nur eine große Flussbiegung und hier eine Insel drin. Jo. Dann werden wir versuchen, hier jetzt hochzureiten, um auf den Weg zu kommen, den wir eigentlich erreichen wollten. Aber wir haben schön was gesehen. Da hinten, da kommen wir hoch, ja. Das müsste klappen. Okay, also diese Stürme in dieser Gegend sind wirklich schrecklich unangenehm. Achso, wir kommen jetzt erstmal wieder zum See. Wir sind... Das ist irgendwie falsch hier. Wir sind falsch geritten. Das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte da hoch. Naja, so ungefähr war es der Plan. Aber da kommen wir auch hoch. Das geht. Rachel, kommst du da? Jawohl. Hervorragend. Da sind wir... Da haben wir den Weg erreicht. Allerdings bin ich da unten lang. Mit Blick auf den schönen Fluss. Jetzt folgen wir dem Weg in diese Richtung. Und dann hoffe ich, dass dieser Sturm jetzt auch hier endlich abebbt. Denn da vorne links war noch irgendwas Interessantes, was wir uns angucken wollten. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Wie weit sind wir davon entfernt? Noch ein gutes Stück. Da ist auch noch was. Rechts unten. Und dann geht es immer geradeaus. Okay, das ist wirklich nur dieser eine Weg, der durch diese ganze Gegend führt. Nein, ernsthaft? Wölfe? Kojoten? Die uns angreifen wollten? Die folgen uns! Oh mein Gott. Wölfe! Hier. Wow. Wir haben aber kein Fleisch mehr. Ich glaube, Wolfsfleisch, das war eigentlich ganz lecker, ne? Rachel, beruhig dich. Ich habe die Sache doch geklärt. Immerhin, der Sturm ist vorbei. Schlechtes Fell, aber immerhin viermal Großwildfleisch. Das ist in Ordnung. So, und das, diese Hütte, die wir gesehen haben, die ist da vorne. Und langsam wird es auch dunkel, wenn ich das richtig sehe. Aber, oh, hier ist alles verriegelt. Ich will jetzt nicht hier noch eine Dynamitstange. Nee, nee. Erfahrungsgemäß kommt man hier nicht rein. Alles verriegelt. Nichts, was man sich anschauen kann. Kann man manchmal irgendwo in irgendein Fenster reinklettern? Nee. Sieht definitiv nicht danach aus. Nun gut. Dann ist es, wie es ist. Dann würde ich sagen, reiten wir nochmal zu der Hütte da unten, die wir dann noch gesehen haben auf der Karte. Da. Manchmal hat man ja Glück und man findet was zum Übernachten. Ansonsten werden wir hier irgendwo ein Lager aufschlagen. Immerhin, das Gewitter ist vorbei. Und nachts lässt es sich hier aushalten. That's my lady. So, kommen wir da jetzt hin?
Oh, das ist eine reine Ruine hier. Von wegen Hütte und Unterschlupf. Hier ist nichts mehr übrig. Also, diese Gegend ist vermutlich vom Krieg gezeichnet und von denen. Und von denen der Lobos. Das ist auch so ein Kamin, aber ist ja kein einzelstehender Kamin. Hier könnte es auch sein, im Prinzip, so mit Blick auf diesen See. Vielleicht reiten wir hier noch vorbei. Ah, schaut mal. Da können wir zumindest was finden. Und es ist tatsächlich der Kamin gewesen, oder? Ist das der zweite Teil der Karte? Tatsächlich! Wow! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, und was ist das? Ist das eine Brücke? Ist das eine Brücke? Oh, das hat uns jetzt einiges an der Ausdauer gebracht. Das scheint eine Brücke zu sein. Aber was ist das dann in der Mitte? Ein Haus? Eine Hütte? Auf der Brücke? Ah, wartet mal. Das könnte auch was anderes sein. Das könnte dahinter ein Haus sein. Und das ist nur die Perspektive darauf. Das könnte auch irgendwie so eine Wasserleitung sein. In Strawberry war ja sowas, aber es gab noch irgendwie einen Ort, wo sowas war. Oh. Oh, oh, oh. Da gibt es ein paar Optionen. Da weiß ich nicht, ob wir noch die Geduld haben, danach zu suchen. Na, mal sehen. Vielleicht läuft uns das irgendwie über den Weg. Ansonsten, wir schlagen erstmal das Lager auf. Das Nachtlager. Und bevor wir schlafen, essen wir natürlich. Und dann werde ich was machen. Oh, da drüben, schaut mal, da ist eine Burg. Sehe ich jetzt erst. Wir werden nochmal kochen. Großwildfleisch haben wir ja. Was haben wir dabei? Wir haben noch Thymian. Hervorragend. Wolfsfleisch mit Thymian. Wunderbar. Zum Anbeißen. Das kochen wir direkt nochmal. Oder grillen. Nein, ich wollte es gar nicht essen. Okay, John hat Hunger heute. Gleich zweimal. Es muss super gut geschmeckt haben. So, jetzt aber lagern. Das wertvolle Großwildfleisch gibt den höchsten Buff, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, das ist das Erste, was ich machen wollte. Gegessen haben wir auch. Dann, wir können noch irgendwie ein bisschen was Hübscheres essen. Also noch ein bisschen einen kleinen Nachtisch. Wobei zweimal Fleisch, naja, so ein Apfel ist doch was Feines noch. So Verdauung. So, was ich jetzt tun wollte, das haben wir lange nicht mehr gemacht, ich wollte mal ins Tagebuch schauen, was hier noch dazugekommen ist. Ist doch, glaube ich, ein schöner Moment. Das mit Sadie haben wir schon gelesen. Ich habe Evelyn Miller getroffen, den Evelyn Miller, den Schriftsteller, mit dessen Büchern ich aufgewachsen bin. Dutchs Lieblingsschriftsteller, obwohl ich ja nie ein Wort von ihm verstanden habe. Er war bescheidener und erbärmlicher, als Dutch ihn sich vorgestellt hatte. Ein trauriger Mann, der noch nicht gefunden hat, wonach er sucht. Ja, sehr schön, seine Zeichnungen sind ja auch entzückend. Uncle und ich sind nach Saint-Denis, weil Charles Smith dort war und Probleme hatte. Charles hat mit dem Boxen angefangen und so schlimm schien es gar nicht mit ihm zu stehen, bis wir auf ein paar Gauner getroffen sind, die uns beide über den Haufen schießen wollten. Aber jetzt ist er hier und plötzlich habe ich eine ganz andere Familie als noch vor einiger Zeit. Bin nicht sicher, was ich davon halten soll. Diese Gegend wimmelt vom schlimmsten Abschaum und den übelsten Verrückten, die ich je gesehen habe. Da passen wir ja dann gut rein. Bin Holz kaufen gegangen, um ein neues Haus zu bauen und wurde von einer hiesigen Bande angegriffen, vor der sich hier jeder fürchtet. Ein Helfer, den Charles angeheuert hatte, wurde dabei getötet. Ich frage mich, ob diese Bastarde uns noch Ärger machen werden und wenn ja, wie viel? Ah, okay, das ist der tote Mann, alles klar. Mehr ist nicht geschehen. Wir schlafen bis zum Morgen, auch wenn es jetzt... Ah, ich hätte das Zelt aufschlagen sollen. Naja, John ist
ist ja auch kein Kind mehr, das kann er auch alleine machen. Hauptsache, wir können morgen früh, ja, den Morgen bei einem Kaffee genießen, das wir jetzt erstmal, den wir jetzt erstmal machen werden. Sehr schön. So, lass es dir schmecken, John. Wunderbar. Du hast gestern zweimal gegessen. Gestern Abend. Wahrscheinlich ist der Hunger jetzt nicht so riesig. Deswegen beschränken wir uns mal auf, ich würde sagen, auf ein bisschen gesalzenes Rindfleisch. Und vielleicht irgendwie eine Schokolade oder sowas. Genau. Das ist gut. Prima. Ja, dann können wir das Lager abbrechen. Dann kümmern wir uns ein bisschen um Rachel noch. Brush it off. Okay. Und dann soll es losgehen. Good girl. Let's go. Sag mal, und jetzt ist natürlich die Sonne, steht so ungünstig, dass wir von dieser Festung dort auf der gegenüberliegenden Flussseite so gut wie nichts sehen. Schade drum. Na gut. Wir setzen unseren Weg einfach fort, indem wir hier entlang reiten. Da gibt es jetzt erstmal keine große Wahl, außer dass wir hier nochmal schauen können. Green Hollow heißt die ganze Gegend hier. Oder diese Hütte. Okay. Ja, vermutlich kommen wir jetzt auch in immer grünere Gegenden. Was ist das? Sieht aus irgendwie wie... Ist das ein Felsen, der so glatt runtergeht? Tatsächlich ungewöhnlich. Vielleicht aber auch im Gegenlicht nicht so richtig zu erkennen. Also diese Festungsanlage da drüben ist schon spektakulär gelegen. Führt uns näher zu den Felsen. Sieht so aus, als ob da links ein Weg weggeht und durch so ein Tal. Aber vielleicht auch nicht. Jetzt kann man... Oh, schaut mal. Oh, da sind ja noch... Daneben ist ja auch noch so eine schöne Felsformation. Auch schön, auch interessant. Das sieht fast aus, als wäre es künstlich gemacht. Und jetzt können wir uns das vor noch ein bisschen genauer angucken, aber da ist nichts weiter zu erkennen. Wer weiß, vielleicht auch eine andere Del Lobo-Burg. Was ist da? Da oben ist eine Brücke. Waren wir da schon gewesen? Wo sind wir jetzt? Nee, da waren wir noch nicht gewesen. Aber sieht auf den ersten Blick jetzt auch nicht so speziell aus. Ich tendiere dazu, jetzt einfach diesem Weg hier weiter zu folgen und das auszulassen. Wir bleiben hier am Flussufer. So, hier haben wir einen Hund irgendwie, habe ich gerade gesehen. Und da unten
ist eine kleine Angelhütte. Der Weg führt dort weiter. Oder eine richtige Fischerhütte. Vielleicht wohnt hier auch jemand. Nö. Ich würde mal sagen, ich würde ja gerne mal, was wirklich ein bisschen komisch ist, dass man so wenig Leute in den Häusern und Hütten trifft. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Ich meine, die können doch auch hier leben und ihr Ding machen. Aber vielleicht haben sie gedacht, die Spieler schießen dann immer jeden ab, auf den sie treffen. Und haben es dann sein gelassen. Und ich sehe, da vorne ist ein Wasserfall. Hätte ich jetzt in der Gegend gar nicht erwartet. Auch cool. Aber der Fluss, geht der weiter? Oder endet dieser Fluss hier, sagt mal? Ah, okay. St. Louis River. Der geht hier, also der geht da hinten weiter, aber hier scheint er zu beginnen, oder? Ich hätte jetzt gedacht, der vereinigt sich, aber nein, der kommt hier tatsächlich hoch und fließt dann über diesen Wasserfall hier runter. Ah, so ist das. Das ist tatsächlich ein großer Fluss. Das ist der gleiche, der auch Saint-Denis vorbeikommt. Aber eben dann vermutlich nicht schiffbar dann weiter. Wobei ich hätte immer gedacht, warte mal, das kann aber nicht sein. Weil, nee, das kann nicht sein, das ist was anderes. Es muss ja hier irgendwo ins Meer gehen. Und wo kann es, ich dachte immer, es geht hier ins Meer, das heißt aber, dann muss der Fluss in diese Richtung fließen. Und wie ist denn hier der Zusammenhang? Hier fließt er ja in diese Richtung. Aber wenn er hier einmündet, kann er eigentlich nicht hier in diese Richtung fließen. Das ist alles merkwürdig. Das werden wir nochmal erkunden. Gibt es hier möglicherweise Quellen? Ist das gar nicht verbunden mit diesem Gewässer? Ansonsten haben wir natürlich eine ganz große Unstimmigkeit jetzt hier entdeckt. Aber ich glaub nicht, dass das so ist. Wow, wir hören schon diesen Wasserfall. Aber leider sieht es so aus, als ob uns der Weg nicht direkt dorthin führt. Das heißt, uns bleibt nichts anderes, als von hier nochmal rüber zu schauen. Rachel, pass auf. Man kann direkt von hier runterspringen, das ist natürlich auch cool. Und käme man jetzt an die andere Flussseite, ist das noch Teil des möglichen betretbaren Gebietes? Weil dann käme man ja auch zu der Festung. Und hier geht definitiv ein Gewässer weiter. Also das werde ich mir nochmal angucken, wie das jetzt, wie hier jetzt der Zusammenhang ist. Die Manteca Falls sind das. Und hier kommen wir dann nicht so einfach hoch. Couldn't do it without you, girl. Der Blick ist natürlich fantastisch. Wow. Das ist großartig, Leute. Das ist großartig. Ich wiederhole mich, aber ich kenne kein Spiel, das das in dieser Form hinkriegt. Wahnsinn. Okay. Der Weg geht da eigentlich lang. Jetzt sind wir wieder auf der Hochebene, da wo auch diese Pferdefarm war. Ja. Und hier kreuzen sich die Wege. Und jetzt müssen wir mal entscheiden. Wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von der Heimat. Ist da oben schon Tall Trees oder so? Ja, tatsächlich. Okay. Aber wir werden erstmal noch diesen Teil hier erkunden. Und ich frage mich, kommt man auf die andere Seite? Dazu bin ich jetzt wirklich zu neugierig, als dass ich es nicht ausprobieren würde.
Da sind ja so Inselchen oben im Wasserfall. Okay, aber von hier kommt man offensichtlich... Ah, wir gucken mal. Da sind auch Steine. Da unten sieht es ein bisschen so aus. Okay, also hier kommt man definitiv nicht drüber. Vielleicht. Ja, dort. Kommt, wir machen uns mal den Spaß und versuchen das Ganze. You know what to do, girl. Ich gebe zu, es ist ein bisschen riskant für jemanden, der nicht schwimmen kann. Aber eigentlich sieht das da... Obwohl, das ist ziemlich reißend, ne? So, Rachel kommt klar. Hier, ja, sieht ganz gut aus. So, dann gucken wir mal. Wenn wir da rüber kämen, dann... Oh, schau mal, da ist ja noch was. Noch eine Anglerhütte. Ah, da führt sogar ein Weg runter. So, aber, nee, Leute, ich hätte jetzt gedacht, aber das sieht aus wie ein echt reißender Strom und John kann nicht schwimmen. Wir könnten es versuchen mit Rachel, aber, ich meinte, die müsste schwimmen können, oder? Von hier aus? Okay, Leute, wir machen es jetzt einfach mal, ne? Probieren es mal. Es kann sein. Gut, wir sind nicht das erste Mal gestorben. Rachel, ich hoffe, du kannst schwimmen. Okay, Rachel will nicht. Alles klar. Es funktioniert nicht. Dann hat sich die Sache erledigt. Gibt es kein Reinkommen dort und kein Rüberkommen? Dann weit reiten wir zurück und schauen uns noch diese kleine Anglerhütte dort unten an. Hier oben sieht es ja dann wirklich schon mal wieder richtig lieblich aus. Endlich mal dann doch ein bisschen grün. Schaut mal, wie schön diese satten Wiesen. Herrlich. Das ist auch eine schöne Gegend hier. Schöner Fluss, schön warm, aber nicht ganz so hitzig. So, und das Pferd, das sperren wir jetzt hier ein. Kommt das da wieder raus? Das ist jetzt hier auf der anderen Seite, ne? Jetzt ist es da hinten. Okay, ich glaube, jetzt ist es abgehauen. Ich sehe es gar nicht mehr. Egal. Gucken wir nochmal kurz rein. Auch das ist begehbar. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Igittigitt! Ist ja widerlich. Die ganzen Ratten. Okay, hier war lange keiner mehr gewesen. Was haben wir denn hier? Eine Fruchtbarkeitsstatue. Oha. Eines der besonderen Objekte. Finden wir tatsächlich hier noch. Na. Und das bei den Ratten. Die sind aber jetzt alle verschwunden. Was will uns das sagen? Okay, Leute. Gut. Dann machen wir Halt und Pause. Die Old Bacchus Place ist das. Bacchus Place. Und dann sieht es ganz so aus, als würden wir hier den letzten Ritt durch unbekanntes Gebiet in Thief's Landing machen. Hier scheinen noch größere Strukturen zu sein. Und dann kommen wir hier wieder in bekanntes Gebiet. Dann will ich auf jeden Fall... Leute, das ist doch... Der Fluss ist hiermit verbunden. Und ich verstehe das nicht. Das heißt, das muss irgendwie ein Abfluss sein, der dann hier... Es ist aber geografisch, glaube ich, ungewöhnlich. Normalerweise fließen kleinere Flüsse in größere Flüsse. Und zwar in umgekehrter Strömungsrichtung. Das kommt mir komisch vor. Okay, also, das ist noch neu. Quaker's Cove ist noch neu. Das scheint eine Höhle zu sein, ganz interessant. Und hier haben wir noch eine Landzunge und dann... Dann sind wir zurück und dann wartet in Blackwater tatsächlich ein Steckbrief auf uns.
Ich will außerdem noch mit Evelyn Miller natürlich sprechen und Uncle. Also, dann geht's wieder ins normale Leben. Freut ihr euch sicher auch schon drauf. Ich mich auch. Bis dahin macht's gut, euer Steinbein.